Das da war mal ein Bewegungsmelder. Man sieht noch die Potties vorne, hier ist noch ein Op-Amp und die zwei Bausteine unten sind Timer. Ja. Was kann man bauen, wenn man sowas schlachtet? Hier ist ein Quad-Op-Amp. Was kann man mit einem Quad-Op-Amp machen? Hier. So ein, ja, Bollen an Elektronik. Prinzipiell sind das zwei Einweg-Gleichrichter mit Pufferkondensator hinten, also um quasi eine, ja, die wird dann halbwegs gehalten, die Spannung. Hier befinden sich zwei AU, Levelmeter, whatever, vom Flohmarkt. Und dann die anderen zwei übrigen Op-Amps fungieren ganz simpel als Komparator mit 0,4 Volt, was genau der Spannung hier entspricht, wo das hier in den roten Bereich geht, mit 100 Kilo Ohm Vorwiderstand. Da muss quasi kein Strom durch. So, hier diese Potties, die kann man verwenden, um die Kanäle zu kalibrieren oder wie auch immer. Und jetzt probieren wir das mal aus.